Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Edna bricht aus, beziehungsweise Edna ist ausgebrochen. Ja, und direkt durch die Leitplanke gebrochen, beziehungsweise gebrochen worden, muss man eigentlich genau sagen, weil ja hier unser komischer Graf Rotz da, der Chef hier, der hat das Auto voll in den Sumpf, in den Tümpel, meine ich natürlich, in den Tümpel gesetzt. Ja, und wo ist er hin? Keine Ahnung. Geflohen, also zusammen mit den anderen. Aber Hoti und Moti sind noch da, die haben irgendwie die Ruhe weg, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, und nun ist uns jemand auf den Fersen oder so. Wir haben natürlich unseren Verfolgern hier ein fahrtüchtiges Auto hinterlassen, glaube ich jedenfalls. Ja, im Gegensatz zu dem hier. Von daher, vielleicht kommen die hier gleich um die Ecke und dann, ja, dann ist Achterbahn. So, gucken uns ein bisschen um. Tümpel. Tief und unergründlich. Ja, naja, zum Glück nicht noch tiefer, ansonsten wäre jetzt hier weg. Wir reden mal. Huhu! Wenn dort unten jemand mit einem Betonklotz an den Füßen ist, will ich es nicht wissen. Ja, das ist richtig. Kofferraum. Könnten natürlich mit den beiden Dudes hier reden. Wahrscheinlich die Autotür liegt da hinten. Aha, wir schauen uns erstmal alles an, würde ich sagen. Die Kindersicherung scheint noch zu funktionieren. Aha, na immerhin. Auf dich kann man sich nicht verlassen. Wir rausgeschleudert worden durch die Tür. Können wir sie mitnehmen? In der Gruppentherapie haben wir gelernt, am Unfallort nichts zu verändern. Stichwort Unfallrekonstruktion. Sowas lernt man da, also ist interessant. Lea, bis auf ein Abschleppseil. Aha, ich wollte eigentlich erstmal gucken, aber benutzen geht natürlich auch das Abschleppseil. Achso, und wir haben jetzt hier relativ wenige Sachen. Stimmt. Ja, dann müssen wir unser Inventar natürlich schnell wieder füllen. Ich nehme das Abschleppseil. Nicht den Kofferraum. Na gut. Ich habe eigentlich nur den Kofferraum gesagt, aber nun, wenn sie meint, dann bitte sehr. Hier ist noch irgendwie Uferweg. Aha, Uferweg. Ja, können wir gleich mal gucken. Limousine. Können wir sie ansehen? Leer. Nicht den Kofferraum, sondern ich glaube, das ist ein Durchgang eher, oder? Das wird nie mehr einen Oldtimer-Preis gewinnen. Ja, vermutlich nicht. Vielleicht irgendwie Oldtimer Destruction Derby oder so kann man damit noch machen. Ist ein bisschen widersprüchlich vielleicht, aber hey, man kann es ja mal versuchen. So, wir gehen mal dahin. Ah ja. Hallo. Hast du alles gut überstanden? Ich sag doch, die haben die Ruhe weg. Ein Raucher. Also wirklich. Ich kann einfach nicht glauben, dass wir einen Unfall... gebaut haben. Ich schätze, sowas passiert einfach, wenn man einen Irren an Steuer setzt. Ja, wären doch besser wir gefahren. Ja. Wo sind die anderen? Der Alumann ist die Böschung hochgeklettert, nachdem er wieder zu sich kam. Murmelte irgendetwas von einer Erleuchtung. Ich fürchte, wenn er vorher nicht alle Sicherungen im Kasten hatte, sind sie ihm jetzt ganz durchgeknallt. Den Schlüsselmeister habe ich gar nicht mehr gesehen. Du etwa, Moti? Nope. Ja, das macht mir auch so ein bisschen Sorgen. Fährt das Auto hier? Fährt das Auto noch? Okay, ich ziehe die Frage zurück. Danke. Wollt ihr denn gar nicht weiter? Sagen wir mal so, es steht nicht ganz oben auf unserer Prioritätenordnung. Dr. Marcells Leute haben ein Stück weiter unten eine Straßensperre eingerichtet. Wenn du klug bist, bleibst du bei uns, bis sie die Suche aufgeben. Hier ist es sowieso viel gemütlicher. Ja, hier wird man uns nie finden. Was treibt ihr da? Moti hat eine Art Kartentrick erfunden. Es ist mehr ein System. Ja, ein System. Er versteckt das Herzass nach einem System, das nur er kennt. Und Hoti muss es erraten. Ich bin kurz davor, dahinter zu kommen. Ich glaube, er wäre längst dahinter gekommen, wenn er nicht jedes Mal einen Schlag an der Karosserie bekommen hätte. Immer wenn er die richtige Karte ziehen wollte. Jedes verfluchte Mal. Seltsamer Zufall. Möchtest du es vielleicht auch mal probieren? Ja, können wir versuchen. Klar, leg los. Wenn du dreimal hintereinander richtig liegst, hast du gewonnen. Gibt es auch einen Preis? Nein. Trotzdem bereit? Ja, was soll's. Zieh eine Karte.
Ach, können wir das tatsächlich machen? Na, sowas. Interessant. Können wir auch mit denen reden? Nee, nicht so. Okay. Elektrischer Schlag und so, das erinnert mich doch schon wieder an was. Na, gucken wir mal. Die zweite von links? Sicher? Nein, wir entscheiden uns nochmal um. Ha, die dritte Karte. Sicher? Ja. Richtig. Aha. Zweite Runde. Gleich die erste Karte? Vermutlich. Sicher? Wird das nix, aber wir probieren es einfach mal. Ja. Daneben. Nächster Versuch. Ich habe irgendwie die Vermutung. Kann ich jetzt hier gar nicht raus? Doch. Genug gespielt. Ich muss los. Lass dich nicht aufhalten. Hatten wir da auch ansonsten alles gemacht? Ich guck gleich nochmal. Ja, ich habe irgendwie so die Vermutung, das wird jetzt eh noch nix. Oh, hallo. Hast du alles gut überstanden? Ja, ja, ja. Bestens. Ah, nochmal versuchen. Okay. Ich geh dann mal. Lass dich nicht aufhalten. Niemals. Ja, ansonsten Limousin und Autowrack. Aber das hier ist nur der Durchgang und Autowrack haben wir eigentlich schon angeguckt. Wir können natürlich noch mit dem Autowrack reden. Du warst ein gutes Auto und hast viele schöne Kilometer erlebt. Lebe wohl. Ja, weiß ich nicht. Schönes Auto geht so. Ist doch hier von dem Doc das Auto, nicht wahr? Hier Böschung. Ah, da finden wir vielleicht einen Alumann. Vielleicht kann er uns ja hier helfen, einen Schlag zu kriegen. Und dann wissen wir Bescheid. Dann sind wir hellsichtig. Gucken wir aber erstmal hier. Aha. Fluss. Fluss. Können wir über den Fluss drüber? Wir schauen erstmal. Tief und unergründlich. Ach so, natürlich. Ah ja, den Harvey, den könnten wir natürlich auch noch zu Sachen befragen. Ich glaube nicht, dass man vom Mondschein wirklich sauber wird. Seit wann legst du Wert darauf, sauber zu sein? Naja, sonderlich dreckig wird man vom Mondschein sicher auch nicht. Du hast recht. Vergiss das mit dem Bad. Aha. Ja, das war sehr sinnvoll. Das Abschleppseil haben wir jetzt. Was haben wir ansonsten noch? Generalschlüssel? Nö, kann man vielleicht auch noch irgendwo anders verwenden. Natürlich, macht total Sinn. Das ist der ultimative Dietrich. Schere, die ganzen Unterschriften. Aha. Wir noch hier Fluss bemalen. Mein Kalligraphietrainer sagt, Sümpfe zu signieren verdirbt die Handschrift. Klar. Aber das Thema wurde natürlich besprochen. Ist auch sehr wichtig, natürlich. Wir saugen den Fluss mit den Lappen auf. Wenn ich wetten müsste, würde ich tippen, dass das Wasser kalt ist. Ach so, ja gut. Macht Sinn. Wir erschließen uns den Weg mit dem Generalschlüssel. Genau. Ich werfe einfach so meinen goldenen Schlüssel ins Moor. Geht's noch? Nein. Das war natürlich nicht die Idee. Es tut mir sehr leid, dass ich das überhaupt vorgeschlagen habe. Okay, Harvey, ja, sag doch mal, was hat denn der Harvey so erlebt hier beim Unfall? Hast du etwas von dem Crash mitbekommen, Harvey? Ich erinnere mich an ein grelles Licht und ein ohrenbetäubendes Stöhnen. Der Gestank von Rauch und Schwefel lag in der Luft. Und dann war da dieser riesige, rote Typ mit Hörnern. Na toll. Ich baue hier einen Unfall und du gehst derweil zu einem Torfrock-Konzert. Schön. Wie, ich baue hier einen Unfall. Naja, okay. Abschleppseil. Hätten wir natürlich mal versuchen können, da mit der Brücke oder so. Moment, da muss ich nochmal eben. Tut mir leid, muss ich nochmal eben gucken. Können wir hier sonst noch irgendwas machen? Nee, nicht so. Höchstens mit dem Fluss könnten wir es benutzen. Keine Zeit zum Angeln. Genau. Wir sind ja nicht in Azeroth. Nein, das war auch nicht die Idee, aber gut. Ich dachte eher so über den Fluss werfen. Also dann gucken wir eben mal die Böschung hoch. Mhm. Oh, das ist wahrscheinlich eher die Anstalt. Steht da ja auch. Anstalt. Können wir denn da zurückgehen? Super Idee, die beste überhaupt. Vergiss es. Dorthin bringen mich keine 10 Pferde mehr. Oder andere Tiere. Da 100 Ameisen. Anstalt nochmal gucken. Zum Abschied? Nein, dort bringen mich keine 10 Harveys hin. Oder das. Hui, ich werde ganz muggelig. Ja, ganz muggelig, das ist ja süß. Ja, hier, den Mond anheulen vielleicht. Ich verneige mich vor deiner Pracht, du Quell der Reinheit. Es sei ihr gewährt.
Es sei ihr gewährt. Okay. Sieh mal, Harvey, der Mond. Sag ich doch. Süß. Ja, Harvey, guck mal hier. Wir sind erfolgreich ausgebrochen, yay. Wir sind endlich draußen, Harvey. Dann können wir uns endlich den Traum von der eigenen Eisdiele verwirklichen. Oder wir beweisen erst einmal die Unschuld meines Vaters. Auch gut. Wir haben noch etwas zu tun. Das stimmt, eine Treppe, eine Straße. Hier, können wir die Straße signieren? Nicht. Ist nicht vorgesehen, oder? Nee, achso, ist auch nur so ein Durchgang. Ja, okay. Gut, ja, hier ist irgendwo dann Straßensperre oder was? Oder wie, oder was? Oh, tatsächlich. Straße, Kirche. Aha. Guck mal. Ein Haus mit Zipfelmütze. So ungefähr. Hier können wir wahrscheinlich dann nicht lang. Oder? Doch. Eieiei. Die Blase ist immer noch am Pipi machen. So, Lieferwagen. Aha, und da sind die Polizei. Ja, gucken wir vielleicht gleich mal. Ich will erstmal hier gucken. Vielleicht ist hier ja irgendwie Alu oder so. Der ist hier ja hochgekrabbelt angeblich. Aha. Antioxidationsmittel. Und der Mond. Ganz groß hier auch. Wir sind ja auch ganz viel weiter hochgekrabbelt. Jetzt sind wir natürlich viel näher dran. Ja, was macht der Gute denn hier? Was macht Alu jetzt schon wieder? Fliegen, wahrscheinlich. Guck mal alles an. Das sieht nützlich aus. Fragt sich für was, okay. Ja, was hast du denn vor hier? Hallo Alu, alter Hund. Aha. Hast du den Unfall gut überstanden? Nicke, wucke, bicke, backe, dicke, dacke, peng. Schön. Ja, ganz der Alte, nicht wahr? Was genau tust du da? Als wir diesen Unfall hatten und ich im hohen Bogen durch die Luft geschleudert wurde, da hatte ich eine Erleuchtung. Schuhe, die mitwachsen. Quatsch. Ich weiß endlich, wie ich mich in ein Energiewesen verwandeln kann. Wir haben alle dafür gebetet. Ich muss mich nur von einem Blitz treffen lassen. Ah. Es sieht nicht so aus, als würde es heute noch gewittern. Wenn ich erst ein Energiewesen bin, kann ich es gewittern lassen, wann ich will. Ja, okay, aber das ist dann so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, oder? Hast du den Schlüsselmeister gesehen? Der tut gut daran, sich nicht blicken zu lassen. Meine buddhistische Gesinnung verbietet mir natürlich jeden Groll. Aber ich glaube, Holti und Moti sind recht wütend wegen des Unfalls. Die sahen mir eigentlich ganz versöhnt aus, wie sie da unten in der Limousine hockten. Sie wollen ihm sicher die Zunge rausreißen und die Wirbelsäule brechen. Moti spielt Karten. Und dann biegen sie ihm die Fußnägel nach oben. Und Holti schmückt eine Zigarette. Und ziehen seine Haut mit einem rostigen Nagel von den Knochen. Gut, dass ich so ausgeglichen bin. Ja, total. Er projiziert auch irgendwie gar nichts auf irgendjemanden. Eine Straßensperre blockiert den Weg. Ist es wirklich die Sperre, die den Weg blockiert? Ist es nicht vielleicht doch eher deine Einstellung? Nein, es ist die Straßensperre. Man kann sie sogar von hier aus sehen. Da drüben, das ist sie. Ja, hier, guck mal da. Leihst du mir das Antioxidationsmittel? Nein. Ich brauche es, um meine Leitfähigkeit zu steigern. Wenn mich der Blitz getroffen hat, kannst du es haben. Na toll, dann würde ich es doch eh bekommen. Ja, ja, zumindest kann er uns das dann nicht verbieten, schätze ich mal. Wobei, dann ist er ja Energiewesen und so. Dann erst recht. Ja. Interessanter Gedanke. Du meinst, man kann sich durch richtige Vorhersagen elektrisch aufladen? Was? Nein, das meinte ich ganz und gar nicht. Was ich meinte war... Elektrogeneration durch Präkognition. Das deckt sich mit meinen Theorien. Das würde bedeuten, dass ich als Energiewesen nicht nur omnipotent wäre, sondern auch omniscient.
Wenn mich doch nur endlich dieser Blitz treffen würde! Okay, okay, okay. Müssen wir uns jetzt wirklich aufladen lassen oder ihn oder wie auch immer? Interessant. Dann hätten wir jetzt vielleicht einen Grund, das Mittel zu kriegen, aber gibt er uns trotzdem nicht, oder? Leihst du mir das Antioxidationsmittel? Nein. Nein. Ich brauche es, um meine Leitfähigkeit zu steigern. Ja, ja. Wenn mich... Na toll, dann wird... Natürlich. Okay, das hat also tatsächlich irgendwas damit zu tun. Interessant. Viel Glück noch. Ich gehe jetzt. Mach keinen Unsinn. Ich kann's dir nicht versprechen. Wir können natürlich trotzdem versuchen, es zu nehmen. Oh, Entschuldigung. Brauchst du das Antioxidationsmittel etwa noch? Ja. Und wann bist du damit fertig? Wenn ich endlich von einem Blitz getroffen wurde. Okay. Haben wir denn eine Art Batterie dabei oder so? Eher nicht so. Gut, wir könnten natürlich nochmal runtergehen und nochmal unser Glück versuchen. Oder versuchen, das System herauszufinden, wie auch immer. Ja, oder wir gehen mal hier hin und reden mit der Blase. Nee, wir gucken mal, ganz heimlich. Ganz heimlich. Er kann doch unmöglich immer noch müssen. Aber er kann es versuchen. So, hier vielleicht. Nein, geht nicht. Guck mal, Harvey, die Blase wird einfach nicht leer. Er verfügt über echte Superkräfte. Ja, können wir die irgendwie verwenden oder so? Ja, reden wird sie wahrscheinlich nicht wollen. Vermute ich. Ich will ihn lieber nicht auf mich aufmerksam machen. Na, ist wahrscheinlich besser so. Lieferwagen, können wir denn da rein? Aha, tatsächlich, na sowas. Fahrerkabine, erstes Hilfekasten. Aha, interessant, interessant. Ja, guck mal an. Das Verfallsdatum ist weit überschritten. Ja, aber vielleicht ist ja trotzdem etwas Nützliches da drin. Guck mal, Harvey, erste Hilfe. Das ist ja wohl frühestens dritte Hilfe. Der berühmte dritte Hilfekasten. Eigentlich ist er gar keine große Hilfe. Also nur der dritte Kasten. Wo sind wohl die ersten zwei? Im Logik-Nimbus. Ja, nimm besser mal mit. Nanu, der ist ja festgeschweißt. Was? Aha. Können wir ihn denn aufschneiden und etwas mitnehmen? Meine Zickzackschere ist schärfer als so manche Zeckenzange. Zeckenzange. Ja, das nutzt jetzt aber nicht so richtig viel. Den Topf haben wir auch noch. Interessant. Vielleicht können wir ihn hier abhauen, wenn er festgeschweißt ist. Leere Erste-Hilfe-Kästen pflastern den Weg meines Poloschlägers. Sehr gut, sehr gut. Seitentür, ja, da steht wahrscheinlich dann gleich die Blase. Gucken. Abgeschlossen. Aha. Ja, gut, wir haben natürlich einen Schlüssel. Dies ist mal eine Tür, die ich tatsächlich nicht aufschrauben will. Mach nicht so ein Shakespeare draus. Mir deucht, dein Sinn nach Grummeln steht. Aufschrauben, naja gut, ja, warum nicht so? Facherkabine, oh wow, wir können ja alles benutzen. Interessant, die Hupe, super Idee, Zündung. Noch ein, es wäre noch ein Ziel natürlich, ein lohnendes Ziel für unseren Schlüssel, aber geht nicht, ich kann hier einfach nur interagieren. Kupplung. Aha. Können die drei Pedale drücken? Ja. Gut, da wird erstmal nicht viel passieren. Ich krieg den Gang nicht raus. Ah. Ja, wir gucken erstmal. Handbremse, ja, vielleicht können wir echt den Wagen losrollen lassen. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Anzünder. Da könnte man auch Elektrizität rauskriegen, aber weiß ich nicht. Der Anzünder fehlt. Ach so. Ja, gut. Trotzdem, wenn wir ein Kabel hätten. Aschenbecher können wir auf und zu machen. Ah. Vielleicht einfach nur so. Können die Lüftung anders machen. Ist irgendwie cool. Ja gut, dann würde ich sagen Kupplung. Gang rausnehmen. Ich krieg den Gang nicht raus. Muss schneller sein. Einmal so. Okay. Gang ist draußen. Handbremse lösen und dann hupen oder so. Oha. Das Auto beginnt zu rollen.
Ja. Hey, was soll das? Stopp! Was haben wir da gerade gemacht? Ich hoffe, wir kommen irgendwie wieder zurück. Ach so.